الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Das Thema ist die akzeptierte Totenanbetung. Wir haben schon gesagt, dass es nur erlaubt ist, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten und dass die Dua, das ist das Bittgebet, eine Form der Anbetung ist, so wie Allah beispielsweise in Surah 72, Vers 20 sagt, Kul inna ma'adu rabbi wa la ushriku bi ahada, sprich, ich mache Dua nur zu meinem Herrn allein und ich geselle ihm niemanden bei. Das heißt, jemand anderen neben Allah Dua zu widmen, ist eine Form des Schirks. Und Allah sagt über, Schirk in Surah 4, Vers 36, وَعَبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, dient Allah und gesellt ihm nichts bei. Okay? Und der Schirk ist die Sünde, die nicht vergeben wird. Allah sagt in Surah 4, Vers 48, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, Allah vergibt es nicht, dass man ihm Götter beigesellt, er vergibt, was darunter ist, wem er will. Das heißt, wer im Schirk stirbt, in der Situation, dass er ein Polytheist ist, dass er andere neben Allah anbetet, an andere glaubt, neben Allah, also an andere Götter glaubt, ja, oder glaubt, dass andere Menschen, Personen, Wesen göttliche Eigenschaften haben, der wird für alle Ewigkeit in die Hölle gehen, wenn er in diesem Zustand stirbt. Und hier sagen dann einige Leute, die stärkste Beweis dafür, dass man Dua machen kann zu anderen neben Allah, das heißt Bittgebete anderen widmen kann außer Allah, ist, dass die Dua erhört wird. Das heißt, er will sagen, ich bin zum Grab von dem und dem gegangen, habe am Grab von dem und dem das und das gesagt und, ich habe zum Beispiel gesagt, mach, dass meine Oma gesund wird und meine Oma ist danach gesund geworden. Siehst, das ist der stärkste Beweis und das ist da passiert und da passiert und da passiert. Erstmal nochmal, um das einzuteilen. Ja. Ibn Taymiyyah teilt es in drei Kategorien ein. Ich nenne die ersten zwei Kategorien, der At'ayya al-Bid'ayya al-Maratib al-Thalath in Majmu' Fatawa, die Bidda-Dua, die Bidda-Bittgebete, die erneuerten Bittgebete auf drei Stufen. Die erste ist, dass man zu jemandem, der tot oder abwesend ist von den Propheten oder Rechtschaffen oder anderen, sagt, يا سيدي فلان أغثني ونحو ذلك أو دو زون زو غتمش und ähnliches, فهذا هو الشرك بالله, dies ist der Schirk gegenüber Allah. Die zweite Art ist, dass man zu einem Toten oder Abwesen von den Propheten, Rechtschaffen anderen sagt, mache Dua für mich oder bitte Allah, mache Dua für uns oder bitte deinen Herrn für uns, فهذا أيضا لا يستغرب عالم أنه من البدع التي لم يفعلها من سلف الأمة, und dies ist auch nicht fremd für jemanden, der Wissen hat, dass es zu der Bidda gehört, die keiner der Salaf der Umma gemacht hat, so sagt es Ibn Taymiyyah. So, jetzt zu diesem Argument. Jemand sagt, ich war am Grab von dem und dem gewesen, habe gesagt, oh so und so, mache, dass meine Oma gesund wird. Und sie ist danach gesund geworden. Erstmal, wenn er von ihm erbittet, dass er seine Oma heilt, dann ist das was, gehört es zu der ersten Kategorie, die Ibn Taymiyyah erwähnt, in Majmu' Fatawa. Wenn er die zweite Art macht, er sagt, mache Dua, er geht zum Grab von dem und dem und sagt, mache Dua zu Allah, dass meine Oma geheilt wird, gehört es zur zweiten Kategorie, wo Ibn Taymiyyah darüber sagt, verherrte ein neues Taribu Arim und Endung in Bitter, Lettel Limref Alamin Salafil Umar. Dies ist auch nicht fremd für jemanden, der Wissen hat. Ich zitiere Ibn Taymiyyah, dass es zu der Bitter gehört, die keiner der Salaf dieser Umar gemacht hat. So, jetzt kommen wir zu diesem Argument. Der stärkste Beweis ist, dass das passiert ist, was ich erbeten habe. Erstmal für Leute, die sich dem Islam zu schreiben und dieses Argument benutzen. Das ist genau das Argument, was die Hindus benutzen. Das ist genau das Argument, was der Baumanbeter benutzt. Das ist genau das Argument, was die Christen benutzen. Sie sagen, ja, ich habe zum Beispiel zu Jesus gebetet und das, was ich wollte, ist passiert. Der Baumanbeter sagt, ich bin zum Baum gegangen, habe den Baum angebetet, habe zum Baum gesagt, mache, dass es regnet. Und auf einmal hat es geregnet. Und der Hindu sagt, ich habe zu Vishnu gebetet und das, was ich wollte, ist passiert. Oder zu Brahma.
ich bin zu dem und dem Tempel gegangen habe. Und das genau das ist, was ich habe gesagt, mach, dass meine Oma gesund wird, mach, dass meine, da mach, dass anfängt zu regnen, mach, dass meine Frau schwanger wird, etc. Das heißt, wenn das die, und selbst die Quraysh konnten so argumentieren, warum? Weil es passieren kann, dass du zu einer Götze betest und genau das passiert, was du wolltest. Nämlich, weil Allah das vorher vorgeschrieben hat. Allah hat das vorher vorgeschrieben, schon von vornherein war geschrieben, deine Oma wird gesund. Und jetzt passiert gleichzeitig der Heilungsprozess deiner Oma oder es kommt zum Regnen oder deine Frau wird schwanger und du hast eine Dua gemacht. Aber sie ist nicht gesund geworden wegen der Dua, wegen dem Bittgebet zum Baum, weil der Baum nicht helfen kann, sondern weil Allah subhanahu wa ta'ala schon vorher vorgeschrieben hat, dass diese Frau gesund wird. Oder dass es anfängt zu regnen und dass deine Mutter, dass die Frau schwanger wird. Genauso ist es mit Horoskopen. Horoskope sind Quatsch. Keiner weiß, was in der Zukunft passiert. Aber ab und zu trifft genau das zu, was dort steht. Und er versucht sich das dann zu interpretieren. Ah ja, guck mal, genau. Ah ja, ja, ja. Ah. Heute haben wir den 24. Dezember. Was steht denn beim Horoskop? 24. Ah, Ihnen wird heute ein schönes Geschenk gemacht werden. Oh ja, stimmt. Sie werden enttäuscht werden. Ich bin aber enttäuscht, ja. Der und der hat mich nicht besucht. Das heißt, Sachen, treten gleichzeitig auf mit der Dua, heißt aber nicht, dass sie passiert sind wegen der Dua. So, nächste Sache ist, es kann passieren durch Shayatin, durch Satan. Zum Beispiel, jemand ist von einem Satan besessen. So. Jetzt geht der zum Grab von XY und sagt, der ist so vom Satan besessen, der ist zum Beispiel in Ohnmacht oder ja. Er ist von einem Scheitan, von einem Djinn besessen. Jetzt geht er zum Grab von XY und schlachtet im Namen von Sidi Yahya, beispielsweise. Schirr. Oh, Sohn von Sidi Yahya, ich schlachte für dich, mache, dass meine Oma nicht mehr von dem Djinn besessen ist. Die Djinn kommunizieren miteinander, der Djinn geht raus, ist geheilt. Die Person ist geheilt. Damit trickst der Djinn einen aus. Der böse Geist, der Satan, trickst einen damit aus. Und jetzt wird er überall rum erzählen, siehst du, es ist richtig, wenn du zum Grab gehst von Sidi Yahya und schlachtest für ihn oder von dem und dem oder du machst Dua zu dem und dem, denn ich habe das gemacht und meine Oma ist geheilt worden, die war auf einmal nicht mehr vom Scheitan besessen. Dann sagt der Nächste, echt, ja krass, ja, okay, dann mache ich das jetzt auch, wenn das passiert ist. Das heißt, so trickst der Satan einen aus, damit man in den Schirk hineinfällt. Das Geheimnis ist, also hieran sieht man erstmal, dass das absoluter, dass das kein Beweis ist. Denn wenn das ein Beweis wäre, dann wäre auch die Anbetung des Baumes richtig und des Steines richtig und der Götze richtig. Und zweitens, das ist eine Werbekampagne des Satans in manchen Fällen. Weil jetzt wird diese Person rumlaufen und sagen, hey, weißt du was? Wenn der und der bei dir in der Familie krank ist, dann rufe, oh Abdulkadir Jilani. Und dann wird es gesund. Und dann macht das jeder und die Leute fallen in den Schirk rein, fallen in Bidda rein, machen ihre Fehler. Was ist der Maßstab? Der Maßstab ist Koran und Sunna. Und Allah sagt im Koran, Sure 22, Vers 20, Kul innama ad'u Rabbi wa la ushriku bi ahada. Sprich, ich mache Dua nur zu meinem Herrn und ich geselle ihm niemanden bei. Das ist es. Und zur Zeit des Propheten a.s. gab es eine Dürre. Und ein Sahabi kam im Freitagsgebet zum Propheten a.s. Das wird in Bukhari, Hadith Nummer 1010 berichtet. Und hat gesagt, o Gesandter Allahs, er hat darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Dürre gibt. Daraufhin hob der Prophet a.s. seine Hände. Es fing an zu regnen in Strömen, eine Woche durch. Beim nächsten Freitagsgebet kam derselbe Mann nochmal und hat darauf aufmerksam gemacht, dass durch den Regen die Straßen, die Äcker kaputt gehen, dass es zu viel regnet. Und der Prophet a.s. hob seine Hände und machte Dua, dass es um Medina herum regnet. So. Nachdem der Prophet a.s. zum Verschiedenes, beziehungsweise vom Hayat Dunyawiyah zum Hayat al-Akhirah gegangen ist, haben die Sahaba was gemacht?
sind die zum Grab vom Propheten gegangen? Nein. Obwohl der Prophet der beste Mensch ist, sondern die sind danach zu Abbas, zum Onkel des Propheten, gegangen. Deswegen, wenn du etwas willst, bitte denjenigen, der die Dua von dir liebt und erhört. Und sie immer hören kann und allmächtig und allwissend ist. Und er sagt im Koran zu dir, zu mir und zu allen Muslimen, zu allen Menschen, Surah 40, Vers 60, Qala Rabbukum ud'uni astajib lakum. Euer Herr sagt, mach Dua zu mir, ich werde euch erhören. Das ist sein Versprechen, das ist das Beste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah!